Vergessen Sie Ski as Liz Görel oder auch Boxweltmeisterin Nicole Wesner, denn der wahre Favorit von Dancing Stars ist niemand geringer als Michael Schottenberg. Grüß Gott und schön, dass Sie gekommen sind ins Studio. Freut mich sehr. Wie geht's so mit der Favoritenrolle? Danke für die Einladung. Favorit bin ich natürlich nicht. Das sagt irgendjemand, in dem Fall jetzt Sie, aber ich fühle mich absolut nicht als Favorit. Ich fühle mich nach wie vor als Anfänger, der herumstolpert und versucht, sich Schritte zu merken. Und das ist schwer genug, dass das halt irgendwie dann irgendwie beurteilt wird, ist Teil des Spiels. Aber als Favorit kann ich mich nicht fühlen. Ich bin von Mal zu Mal überrascht und auch nicht unfroh, dass ich weiter bin. Auf der anderen Seite würde man sich schon Schmerzen ersparen. Also ich weiß nicht. Welche Schmerzen haben Sie denn schon? Alle. Es gibt kaum Schmerzen, die ich noch nicht hatte. Wir sind 7,5 Wochen jetzt im Training. Ein Training, das ich so noch nie gehabt habe, durchstehen musste. Ich bin Marathonläufer, ich bin das gewohnt, mich zu bewegen. Also die Kondition passt? Kondition ist überhaupt kein Thema. Aber es sind Koordinationen und es werden Teile meines Körpers beansprucht, die ich nicht einmal wusste, dass ich sie hatte. Muskeln, die dann unglaublich verspannt sind, die wahnsinnig wehtun. Entzündungen irgendwo drinnen im Körper, die ich plötzlich habe, weil ich Dinge machen muss, die ich also heben oder halt von der Haltung her, genau, extreme Haltungen einnehmen muss. Das ist man gewöhnt als Tänzer. Wir sind es halt nicht gewöhnt und dann äußert sich das halt in Schmerzen. Aber mein Gott, man geht durch und inzwischen hat sich mein Körper schon daran gewöhnt. Ich habe gar keine Schmerzen mehr, interessanterweise. Diese Entzündungen sind alle zurückgegangen und sind eine große Freude inzwischen. Kann man sagen, ist Dancing Stars eine Verjüngungskur? Man wird ja viel fitter, viele verlieren sehr viel Gewicht. Ja, ja, natürlich. Ich habe auch Gewicht verloren. Mhm. Ja, ob es Verjüngungskur, also medizinisch würde ich es nicht empfehlen, ehrlich gesagt. Machen Sie einen Bogen drumherum. Es ist anstrengend, als man glaubt. Es ist aber auch lustiger, als man glaubt. Ein großer Fan von Ihnen, Karina Sakisova, schwärmt wirklich bei jeder Beurteilung von Ihnen. Wie geht es Ihnen, wenn Sie in dem Moment vor die Jury treten? Fängt da auch ein Zittern an? Ich meine, Sie sind die Bühne gewohnt, Sie kennen da Kritiken vom Publikum, aber auch eben von Fachkritikern. Aber wie geht es Ihnen, wenn Ihre tänzerische Leistung plötzlich bewertet wird? Also ehrlich gesagt, ich bin da völlig gelassen und zwar aus dem Grund, ich erwarte mir gar nichts. Mhm. Ich kann nicht tanzen, das sieht man ja auch. Ich kann mich nur bemühen zu tanzen und ich kann das Beste machen und aus meinem Körper und aus meiner Fantasie und meiner Vision, ich sehe mich ja quasi in einer Rolle des Tänzers und ich sehe vor mir, ich kopiere jetzt einfach Tänzer als Schauspieler. Ich kann es ja nicht. Und wenn ich dann beurteilt werde, denke ich mir, alles andere als das war jetzt furchtbar schlecht, ist schon so eine Überraschung und kann mich nur erfreuen. Und wenn gesagt werden würde, na, das war nichts, dann ehrlich gesagt könnte ich es nachvollziehen, weil ich weiß ja selber, dass ich es nicht gut kann. Mhm. Also ich kann ja nur versagen. Sie kehren sich ein bisschen unter den Scheffel. Nein, 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 sicher nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich kann nur versagen bei etwas, was ich kann. Wenn Sie mir jetzt 3 Fragen stellen über Theater und ich kann 2 nicht beantworten, das ist Versagen. Mhm. Das müsste ich können. So. Aber wenn ich etwas nicht kann, dann ist doch jedes Ding, jedes Gramm quasi schon gewonnen. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Einstellung. Und so, denke ich mir, ist das alles positiv. Also ob das jetzt einmal so ist oder so oder so, das ist alles toll. Mhm. Damit rechne ich gar nicht. Und also. Auch wenn Sie sehr bescheiden sind, glauben Sie, haben Sie das Zeug zu gewinnen? Denn wir wissen, beim Publikum kommt vor allem Sympathie wichtig, weil sie eben rüberkommt oder bei manchen eben auch nicht. Da sind schon die besten Tänzer wirklich rausgeflogen, weil es nicht beim Publikum ankommt. Haben Sie das Zeug zum Gewinnen? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß ja nicht, ich kann mich selber nicht beurteilen. Ich sehe mich nicht. Ich habe da ja auch nicht geschaut, wie ich sehe diese ganzen Interviews und die Tänze. Ich schaue mir das nicht an, denn ich bin, ich fürchte mich, dass ich enttäuscht bin davon. Okay, ja. Und wenn Sie mir sagen, ja, das war ein schöner Salsa oder was ich da getanzt habe, keine Ahnung, dann, und ich finde, oh mein Gott, das war jetzt wirklich peinlich, das ist gestolpert, dann könnte ich gar nicht mehr antreten zum nächsten Tanz, dann würde ich wahrscheinlich sagen, vergesst mich, das ist wirklich unangenehm. Und in dieser Staffel sind keine, bei den Promis sind keine,
Rom. Es sind keine Tänzer. Das fand ich ein bisschen. Nicole Wesner hatte eine Ballettausbildung, ja, gut, als, ja, Kind, glaube ich. Aber das, ja, aber ist schon, sie lange ist keine her. Tänzerin. Ja. Kein Musical-Star. Kein Musical-Star. Mhm. Das ist, finde ich, ein bisschen unfair. Das weiß ich nicht, warum das genommen hat, weil die können das wirklich. Mhm. Und das ist ja nicht lustig, das zu verfolgen. Wenn es jemand kann, dann kann man es. Also das ist ja nicht. Lustig ist ja, wenn es einer nicht kann. Und wie entwickelt sich der jetzt so? Insofern sind alles keine Tänzer und wir haben alle die gleichen Chancen. Mhm. Es geht um Sympathie. Vielleicht ist der Hackmeier viel sympathischer als ich oder die Görgel, die Liz oder die sind ja alle entzückend. Mhm. Die haben alle das Zeug zu gewinnen. Mhm. Jetzt sind Sie natürlich als Regisseur, als Autor, als Schauspieler. Sie kennen nicht nur die Arbeit vor der Kamera wie viele andere Prominente, sondern auch die Arbeit hinter der Kamera, hinter der Bühne. Sie haben einen viel größeren Blick aufs Ganze. Wie sehen Sie denn Dancing Stars als Sendung? Würden Sie daran noch schrauben oder sagen Sie ein wirklich gelungenes Projekt? Ich glaube, dass der Wortanteil zu hoch ist. Mhm. Ich glaube, es sollte mehr Show sein. Mhm. Die Show selber ist grandios gemacht. Also da gibt's, da bleibt kein Auge trocken. Das ist so gut und professionell gemacht, da würde mir gar nichts dazu einfallen. Das kann ich nicht. Das machen Leute, die das können. Und da ziehe ich den Hut davor. Das ist wirklich toll. Von der Musik angefangen, vom Licht, live, von den Show-Effekten, Live-Musik. Also was will man mehr? Das ist toll. Ich finde, ich gehöre weniger oft interviewt und irgendwie dann gehört wieder ein Show-Act dazu, von mir aus ein Jongleur, der das Ganze auflockert oder ein Eisballett oder was weiß ich, oder ein eisschleckendes Paar, das jongliert mit Stanitzel. Das gibt sicher alle. Ja, das würde ich mir wünschen. Aber gut, nein, ich finde es toll gemacht. Was auch immer natürlich spannend ist, ist eben die Jurybewertung, die wir schon angesprochen haben. Balázs Ecker hat allerdings unter anderem ihren Bauch ins Licht gerückt, also ins rechte Licht oder auch nicht rechte Licht. Kränkt sowas? Geht das zu weit? Oder sagen Sie, ein Schmäh darf heute auch noch sein, wir sind eh so politisch überkorrekt immer? Also das stört mich überhaupt nicht. Das ist mir vollkommen wurscht. Ich habe auch keine schöne Nase. Ich bin kein hübscher Mensch. Ich habe eine furchtbare Frisur, wenn er das alles sagen würde. Es ist immer nur die Frage, ob es ein anderer sagt oder man selber. Ja. Aber komm, ich bin Teil einer Show, einer Unterhaltungsshow. Das ist auch vollkommen wurscht. Also das stört. Wenn mich das stören würde, dann glaube ich, dürfte ich keinen Schritt mehr in diese Show machen. Und wahrscheinlich auch nicht in die Öffentlichkeit. Und auch nicht. Wie heißt es so schön, wer sich ins Schaufenster stellt, muss auch frisiert werden. Das ist bei mir heute ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, obwohl ein Großteil meines Charmes die Frisur ausmacht. Ja, die nicht vorhandene nämlich. Und die gute Brille. Sie sind der älteste Teilnehmer im Feld. Spüren Sie da einen Unterschied? Nein, gar nicht. Gar nicht. Ich spüre ja mein Alter nicht. Mhm. Das spüre ich ja nur, wenn es jemand sagt oder wenn mir mein Körper das sagt. Ich fühle mich genauso jung wie die Liz und wie der Peter und wie die Nicole. Keine Ahnung. Das Training, viele Prominente sagen mir, im Laufe der Zeit ist härter, als man denkt. Und egal, wie viel man sich vorbereitet, also manche machen vor schon Tanztraining, gehen mehr laufen, Krafttraining. Man kann sich nicht auf das vorbereiten, was da kommt. Was ist für Sie das Härteste am Training? Na, schon die Haltungen. Die Haltungen und die Koordination zwischen Merkfähigkeit und Schritten, wobei die Schritte, das ist jetzt nicht das Anstrengende, aber ich bin erschöpft nach 3 Stunden und nach 2 Stunden Training. Nach 1,5 brauche ich schon 10 Minuten, eine halbe Stunde Pause, um wieder weiterzumachen. Aber nicht, weil mein Körper so erschöpft ist, sondern weil mein Ich so erschöpft ist. Sie glauben gar nicht, wie schwierig das ist, 90 Sekunden lang und in einem hohen Tempo permanent Schritte abzurufen, die sie sich mühsam innerhalb von 3-4 Tagen, mehr ist ja nicht Zeit, eingelernt haben, die Schrittabfolgen. Das ist alles an sich nicht schwer. Aber was kommt nach was? Gehe ich jetzt rechts oder links los? Das muss wie im Schlaf gehen. Mhm. Da darf ich nicht nachdenken. Und dann kommt ein Chassé und dann kommt ein Seitchassé und dann kommen irgendwelche Figuren, die wir benannt haben. Und das auswendig zu lernen, das ist so wahnsinnig anstrengend im Kopf. Und wenn jetzt dann der Körper, das ist so eine allgemeine Anstrengung, Belastung, das bin ich nicht gewöhnt. Das ist das Anstrengende dran, aber das kann man nicht trainieren. Ja, wie geht es Ihnen mit Ihrer Tanzpartnerin Conny Kräuter? Ja, wunderbar. Sie eine Strenge, Zuckerbrot und Peitsche? Die ist einfach sehr fokussiert, sie ist sehr, sehr
ehrgeizig, das bin ich auch. Mhm. Wir wollen es einfach gut hinkriegen, so gut wie es nur möglich ist. Also es gibt eine Grenze, besser kann ich es halt nicht. Aber das wollen wir ausreizen. Ich will mir nicht vorwerfen, dass ich irgendwie lagiert habe oder irgendwie nicht gut genug trainiert habe. Ich will das Beste zeigen, was ich kann. Und wenn das nicht gelingt, gelingt es halt nicht. Und wenn es gelingt, freue ich mich. Und sie ist intelligent, sie hat Humor. Mhm. Sie ist ein toller Mensch. Und da bin ich ehrlich gesagt sehr, sehr leid. Das sind alle entzückend, die Tänzerinnen. Aber wir passen gut zusammen. Manchmal nicht, ja. Genau. Mhm. Ja. Mir wurde im Vorfeld gesagt, wenn ich Sie nach Petzner frage, stehen Sie auf und gehen Sie. Ich frage deswegen anders. Warum möchten Sie nicht darüber sprechen? Weil das hat nichts zu tun. Das ist eine politische Sache. Mhm. Das hat überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Unterhaltungsshow. Ich bin hier nicht als Regisseur. Ich bin als Mensch, der tanzt. Und nur so will ich behandelt werden. Ich will keine Frage über, ich habe mal einen roten Stern am Dach gehabt. Mhm. Das ist etwas, das ist abgehakt. Mhm. Das war so gar nicht gemeint. Ich will darüber nicht sprechen. Ich will auch über meine Ex-Frau nicht sprechen. Ich will darüber nicht sprechen. Über Dancing das ist etwas, was ich nicht beantworte. Ja. Das geht mir nichts an. Dann letzte Frage. Freitag ist das soweit. Wie nervös sind Sie wirklich vor dem Auftritt und glauben Sie, schaffen Sie es wieder in eine nächste Runde? Geht es nach der Jury? Sind Sie wieder dabei? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es entscheiden tatsächlich die Zuschauer. Ich bin überhaupt nicht nervös. Ich freue mich drauf, etwas herzuzeigen, was ich jetzt erlernt habe. Wenn es gut geht, geht es gut. Wenn nicht, dann geht es in die Hose und dann bin ich draußen. Und dann geht die Welt nicht unter. Dann habe ich ein entspanntes Osterwochenende. Endlich einmal. Also auch in Ordnung. Aber natürlich hoffe ich, dass ich dabei bin und dass alle anrufen. Natürlich hoffe ich das. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, rufen Sie bitte an, denn er ist unser geheimer Favorit und wir können uns kaum erwarten, ihn und auch all die anderen Dancing Stars am Freitag zu sehen. Also schalten Sie ein, ORF 1, natürlich 20:15 Uhr. Wir freuen uns sehr. Danke.